Hallo und herzlich willkommen. Heute geben wir euch einen Einblick in das private Glück von Britt Hagedorn und ihrem Mann Ralf. Die beiden haben eine romantische Geschichte, die vor 19 Jahren begann und sie heute in ein traumhaftes Leben auf Mallorca geführt hat. Erfahrt mehr über ihre Begegnung, ihr Leben auf der Sonneninsel und warum sie ein so glückliches Paar sind. Los geht's! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Britt Hagedorn ist vielen als Moderatorin der SAT 1 Talkshow Britt, der Talk um 1 bekannt, die sie von 2001 bis 2013 präsentierte. 2022 kehrte sie kurzzeitig ins Nachmittagsprogramm zurück, doch ihre Talkshow wurde bald wieder durch Kochformate ersetzt. Während es beruflich Höhen und Tiefen gab, läuft es privat für Britt deutlich besser. Im Jahr 2005 fand Britt Hagedorn die große Liebe. Am Roten Meer im Robinson Club Soma B. Es war Liebe auf den ersten Blick, erinnert sich Britt. Ihr heutiger Ehemann Ralf, damals zu schüchtern, um sie selbst anzusprechen, bat seinen Freund Stefan um Hilfe. Diese Begegnung sollte ihr Leben für immer verändern. Ralf Hagedorn machte seiner Britt kurz nach ihrer ersten Begegnung einen unvergesslichen Heiratsantrag. Romantisch im Mondschein auf dem Meer in einem kleinen Gummiboot. Sie heirateten standesamtlich im Dezember 2005 und feierten ihre Hochzeit 2006 auf Ibiza, umgeben von 100 Gästen. Heute lebt das Paar mit seinen Kindern Soma, benannt nach Soma B. und Levi, in einem prächtigen Anwesen in Bunyola auf Mallorca. Das Anwesen bietet alles, was das Herz begehrt. 6 Zimmer, ein Gästehaus, einen Infinity-Pool, eine Sauna und sogar einen eigenen Motocross-Parcours. Britt und Ralf Hagedorn sind sich einig, dass ihre Kinder und ihre Liebe das größte Geschenk in ihrem Leben sind. Keine TV-Sendung und kein tolles Haus können das jemals toppen, sagt Britt im Interview. Ihre Liebe und ihr gemeinsames Leben auf Mallorca möchten sie am liebsten für immer bewahren. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.